Meine Meinung von Rugby. In München findet das 11. zum 11. Mal, Sie haben richtig gehört, 7er Rugby-Turnier statt. Was es damit auf sich hat, kompetente Seite kann mir Auskunft dazu geben. Markus Schneider darf ich bei mir begrüßen im Studio. Er ist vom Münchner Rugby Club und darüber hinaus Danny Hartnett. Er spielt auch im Münchner Rugby Club, kommt aus Irland. Danny, die Tradition des Rugbys, auf die wollen wir gleich ein bisschen eingehen. Was mich eigentlich wundert, ist 7er Rugby. Was hat es mit dem 7er Rugby auf sich, Danny? Ist das eine spezielle Spielform? Ja, das ist eine spezielle Form. Normalerweise spielen wir mit 15 Leuten. Mhm. Aber morgen, übermorgen wird es mit 7 Leuten gespielt, weil es einfacher ist mit 40 Mannschaften. Mhm. Und es ist ein kürzer Form von Rugby. Es wird nur mit 7 Minuten gespielt und 7 Männer pro Mannschaft. Das heißt, es ist auch einfach schneller nachvollziehbar für den Zuschauer, der vielleicht nicht so sich auskennt. Viel mehr los und Unterhaltung dazu. Markus, ich hatte es am Anfang schon fast gesagt, es ist eigentlich immer so den Ruf, es ist so eine harte Sportart und man muss so viel einstecken und es geht ziemlich rot zu. Ist es denn wirklich so und wo hat es seine Tradition? Es kommt ursprünglich aus England, ne? Es kommt ursprünglich aus England. Da wurde es also jetzt schon Anfang des letzten Jahrhunderts eingeführt. Einer hatte einmal keine Lust mehr Fußball zu spielen, hat den Ball aufgenommen, ist einfach über die Torauslinie gerannt und hat gesagt, so, das ist jetzt Rugby. Das ist in Rugby in der Stadt passiert, deswegen ist es so. Es ist schon so, man kann sagen, es ist ein harter Sport, weil, wie wir vielleicht auch gleich noch sehen werden, der Körperkontakt ist ein ganz anderer wie beim Fußball oder gerade erst Volleyball oder sowas. Aber was immer gesagt wird, dass es ein brutaler Sport wäre und dass die Verletzungsgefahr so groß wäre, das ist eigentlich nicht so der Fall. Es gibt Statistiken darüber, dass die Verletzungsgefahr bei Fußball genauso groß ist. Wir haben ein paar Bilder vorbereitet, die ich an dieser Stelle abrufen möchte. Markus wird uns auch ein bisschen was dazu erzählen. Ich darf um die Bilder bitten. Das ist aus dem Rugby-Spiel. Das sind alles International-Spiele, das wir jetzt sehen. Hier sieht man einen Gassen-Einwurf. Also es wurde quasi aus der Auslinie eingeworfen. Also da hat einer versucht, einen schwarzen Bodycheck eingesteckt, richtig, aber es geht weiter trotzdem. Es wird versucht, weiter über die Reihe zu spielen. Da geht die ganze Sache im Stocken. In Schwarz, das ist übrigens Neuseeland, die amtierenden Weltmeister. Also es ist nicht so, dass da dann abgebrochen wird wie beim Football, sondern das Spiel läuft irgendwie weiter. Das ne? ist der große Unterschied. Es ist viel flüssiger. Das ganze Spiel ist viel flüssiger, wenn man jetzt vielleicht auch sieht, der Ball ist auf dem Boden, wird wieder aufgehoben, wird weitergespielt. Ja. Beim Football, sobald sich einer festrennt, wie jetzt, wäre schon wieder Schluss. Ja. Darf da dann eigentlich alles gemacht werden? Ist da alles erlaubt? Darf da geschubst werden, ein Bein gestellt werden oder gibt es da ein echtes Foulregel? Ja, natürlich. Also das Regelwerk ist eigentlich sogar etwas größer und umfangreicher. Und er hat das ist übrigens jetzt ein Versuch, ein Try oder ein Versuch, genau in der Außenlinie, klassisch rausgespielt über die sogenannte Dreiviertelreihe, die schnelle Läuferreihe. Hier haben wir nochmal einen Spielzug aus einer solchen Gassen, aus einem Line-Out, wie man es auch nennt. Man sieht dieses große Gewühl, was am Anfang als total unorganisiert aussieht, aber in Wirklichkeit steckt da wirklich sehr viel dahinter. Jetzt sind wir bei Australien. Die Neuseeland und Australien sind also sehr groß in diesem Sport. Die da ist es auch ein Zuschauersport, oder? Ja, dort kommen, wie man auch jetzt sieht, da kommen also locker mal 80 bis 100.000 Leute in den ganz großen Stadien, aber so ein paar zigtausend schon. Immer wieder zu den großen International-Spielen. Auch Paris zum Beispiel hier in Europa wird, also sind die Franzosen auf dem Kontinent zumindest diejenigen, die am meisten spielen. Dort ist es auch ein großer populärer Zuschauersport. Wenn man mal nach der Tradition von Rugby in Deutschland fragt, da glaube ich, gibt es nicht allzu viel zu erzählen. Ich meine, ihr seid natürlich ein Verein, klar, der bemüht sich darum, auch durch dieses Turnier da ein bisschen was für zu tun. Aber gibt es eine Rugby-Tradition? Ja, doch. Das ist das Komische an der Sache. Die Rugby-Tradition in Deutschland ist sogar sehr, sehr alt. Es gibt Mannschaften 1880 in Frankfurt. Die sind wirklich 1880 gegründet, 1872 oder sowas, die Heidelberger Mannschaften. Die Hochburgen im Rugby sind Hannover und Heidelberg. Und leider ist es vor dem Zweiten Weltkrieg waren wir auch international eine gute Mannschaft. Und nach dem Zweiten Weltkrieg oder auch durch das Dritte Reich vielleicht ein bisschen bedingt, ist das Rugby auf ein sehr, sehr geringes Level gesunken. Ja. Und es wurde fast nirgendwo mehr gespielt. Und jetzt langsam in den letzten 10 Jahren baut sich wieder ein bisschen was auf. Die internationalen Erfolge sind noch sehr mäßig von der Nationalmannschaft. Es fehlt so der große Durchbruch und leider sind wir hier in Bayern so ein bisschen die absolute Diaspora. Es gibt noch nicht mal einen Landesverband. Wir spielen in Baden-Württemberg, also die Münchner Mannschaft spielt in der Baden-Württemberger Liga mit. Da hat jetzt allerdings um den Bundesliga-Aufstieg schon gespielt. Danny, wie kommst du, sagen wir mal, ich frage jetzt einfach ins Blaue hinein, als Iri hier nach München und spielst in der Münchner Rugby-Mannschaft, hat das schon fast professionelle Züge oder hat es sich nur privat hierher verschlagen? Ich kam einfach zuerst ein bisschen anders zu tun, auszuwandern und ein bisschen durchzulernen vielleicht, aber das ging nicht. Und dann habe ich den Verein entdeckt.
Und seit April letztes Jahr spiele ich. Und ja, es macht schon gut Spaß. In Irland und England gehört das ja zur Schulausbildung dazu, nehme ich an, Rugby zu spielen. Ja, ne? Bei uns war es verpflichtet, Rugby zu spielen. Und kein Fußball wird bei uns gespielt. Aber es ist verschiedentlich überall. Ja, Rugby wird und Fußball zum gleichen Teil bei uns. Jetzt sollten wir nochmal auf das Münchner Turnier zu sprechen kommen. Das 11. hatte ich schon angedeutet. 40 Mannschaften sind dabei. Das können wir schon als fix nehmen. Kommen die international aus allen Gegenden? Und wer ist da so Favorit? Oder sind das alles mehr Amateurmannschaften? Wie sieht es mit dem Teilnehmerfeld aus? Grundsätzlich ist es so, dass im Rugby alles Amateur ist. Mhm. Selbst die großen internationalen Mannschaften, also die Nationalmannschaften, das sind alles Amateure, durch die Bank weg Amateure. Das unterscheidet uns auch vom American Football, mit dem wir so oft verwechselt werden, leider. Mhm. Das Teilnehmerfeld ist sehr international. Wir haben also nur als Beispiel allein 14 Mannschaften aus Italien, in erster Linie Norditalien. Die Vorjahressieger Padua sind auch wieder dabei. Dann kommen einige Armeemannschaften, sowohl Amerikaner, Kanadier wie auch Engländer, die stationiert sind teilweise in Deutschland. Es kommen Exilmannschaften, also Briten, die in Brüssel leben, die in Paris leben, Jugoslawen kommen, zwei schwedische Mannschaften, Holländer. Es ist also wirklich alles vertreten. Wales kommt, also eine Waliser Mannschaft kommt. Die Auswahl der Royal Air Force Germany, was also schon ein harter Brocken wird für alle, die den Cup verteidigen wollen, hat sich auch angesagt. Und so nehme ich an, dass das Spielniveau auf jeden Fall sehr, sehr hoch sein wird. Wer hat den Cup im letzten Jahr gewonnen? Das war Padua, die Universität Padua. Wir sind gespannt auf diese Spiele. Ich glaube, dass es eine Menge interessanter Szenen zu sehen gibt. Und es geht ja richtig flüssig ab. Wie gesagt, im Vergleich zum Football. Du hattest gerade gesagt, oft wird es verwechselt. Der Unterschied ist ganz einfach, das Spiel ist flüssiger. Und wo siehst du noch die Hauptunterschiede? Ja, ein ganz, ganz großer Unterschied ist, während was man ja oft genug sieht, beim American Football diese langen Pässe nach vorne gegeben werden, vom Quarterback, dass man sich frei läuft. Im Rugby wird im Rugby nie ein Pass nach vorne gegeben. Das ist quasi mehr ein Frontenkrieg, dass man gut kriegen, in Anführungszeichen, ein Frontenspiel, dass wirklich der Mann mit dem Ball nach vorne laufen muss und er ihn höchstens kicken kann mit dem Fuß, aber ansonsten muss der Ball auf die gleiche Höhe abgegeben werden. Und wie schon gesagt, wir haben nicht diese großen Schutzanzüge, die die American Football Spieler haben. Trotzdem glaube ich nicht, dass es weniger hart ist als es American Football. Und eben nochmal der Amateur, die Betonung darauf, dass wir einen Amateurstatus haben und wir machen es einfach aus Spaß. Auf der ganzen Welt wird es aus Spaß gemacht. Da, wo man hinkommt, international, wir touren sehr viel ins Ausland, wir sind im Ostblock gewesen, in Dänemark. Da wird es immer Spaß gemacht. Und es wird, ja, das ist eine ganz andere Einstellung. Wann und wo kann man die Spiele sehen? Das Turnier findet statt am Samstag. Und zwar wird alles, obwohl wir 40 Mannschaften haben, innerhalb von einem Tag ausgetragen. Am Samstag, deswegen geht es früh los, um 8:30 Uhr, das sind die Vorrundenspiele. Es zieht sich über den ganzen Tag weg, es wird in Pools gespielt, in Ausscheidung und Plakettenrunde, wie das so ist. Aber die interessantesten Spiele, die Endspiele, kommen um 17:30 Uhr, so zwischen von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr. Die sind immer sehr kurz, 2x10 Minuten, die Endspiele. Das sind wahrscheinlich die Spiele, die... Und wo das Ganze? In Fürstenfeldbruck, auf der Klosterwiese. Das ist auch leider noch der Haken. Wir haben, obwohl es uns jetzt schon so lange gibt und das schon das 11. Turnier ist, immer noch keinen eigenen Platz in München bekommen, weil einfach die Resonanz nicht da ist. Also da sollte man auch mal appellieren an die Münchner Stadtväter, dass sich da mal was tut oder die Olympiapark-Direktion oder wer. Das wäre, ich bin überzeugt, dass es noch irgendwelche Grünflächen in München geben wird. Auf jeden Fall, es ist in Fürstenfeldbruck auf der Klosterwiese. Das ist, wenn man das Kloster kennt, ja jeder direkt hinter dem Kloster. Da ist eine große Wiese, da sind Zelte aufgebaut, Bierzelte aufgebaut. Wir rechnen, wenn das Wetter so bleibt, mit bestimmt 1000 Leuten, inklusive Spieler. Also für Rugby-Fans im Raum Süddeutschland, Fürstenfeldbruck vormerken, dann am Samstag morgens 8:30 Uhr antreten, bis abends 40 Spiele. 40 Mannschaften in einem Dreh sich angucken. Sicherlich ein ganz guter Überblick, was abgeht. Vielen Dank fürs Kommen. Wir machen weiter im Programm. Ach so, Entschuldigung, ja klar, gut, wunderbar, wir sind live hier und wir haben natürlich einen Beitrag über Sicherheitstraining. Jetzt, das war mir kurz entfallen, Sicherheitstraining und zwar in Sachen Autofahren. Autofahren wird ja immer sicherer, die Autohersteller bemühen sich um Sicherheit und um Schnelligkeit, aber so ganz reicht das immer nicht aus. Es passieren jede Menge schlimmer Unfälle, weniger schlimmer Unfälle und das genau versucht das Sicherheitstraining zu vermeiden. Aus diesem Grund veranstalten die Autofahrer bzw. auch die Autohersteller Sicherheitstrainingskurse.